Neues Spiel, neues Glück. Zeit für eine neue Ausgabe Gamers.de TV. Mein Name ist Manuel Bauer und bei mir ist wie immer meine Kollegin Melanie Ulbrich. Wir haben Ubisoft Splinter Cell Conviction einem ausgiebigen Check unterzogen und erzählen euch heute, was aus dem König aller Schleicher geworden ist. Sam Fisher ist in seinem neuesten Abenteuer nämlich alles andere als zurückhaltend. Ja, richtig gehört. Splinter Cell Conviction merkt man seine Wurzeln im Stealth-Genre nur noch marginal an. Die grazile Schleicherei ist einem wütenden Sam Fisher gewichen, der Blut geleckt hat und sich mit jeder Menge Blei in der Hosentasche auf die Suche nach den Mördern seiner Tochter macht. Dabei setzt er mehr auf actionhaltige Schusswechsel denn auf dezente Morde im Zwielicht. Ubisofts Patentrezept zur Wiederbelebung des Stealth-Genres heißt weniger Stealth, mehr Shooter-Action. Ein gewagter Ansatz, der alteingesessene Splinter Cell-Fans durchaus abschrecken könnte. Auf der anderen Seite wartet eine shooterverwöhnte Mainstream-Meute, die nur zu gern neues Futter vorgeworfen bekommt. Allerdings sind die Ansprüche hoch und Splinter Cell Conviction leider nicht perfekt. Doch dazu später. Grundsätzlich fällt das Spiel sehr zugänglich aus. Die Steuerung ist schnell verinnerlicht, die Levels mit Hinweisen zum weiteren Vorgehen übersät und die Spielmechanik verzeiht in allen Schwierigkeitsstufen weit mehr Fehler, als das früher der Fall war. Wenn ihr zu denjenigen gehört, denen das ewige Entdecktwerden mit darauffolgendem Game-Over-Bildschirm in Stealth-Spielen graue Haare und Herzrasen verursacht hat, bekommt ihr mit Splinter Cell Conviction die Möglichkeit zum Abbau des über die vielen Jahre angestauten Frusts. Solltet ihr in der Rolle des neuen Sams versehentlich ins Blickfeld der Angreifer geraten, wechselt ihr einfach in die Offensive und ballert alles kurz und klein. Dazu steht euch neben einem reichhaltigen Waffenarsenal vor allem eine Schusswaffe mit unendlich viel Munition zur Verfügung. Das ist unrealistisch, sagt ihr? Jo, da habt ihr recht. Doch vom Realismus könnt ihr euch ohnehin verabschieden. Grenzen die Fähigkeiten des ehemaligen Superagenten doch allzu oft an die eines Superhelden. So kann der gute Sam mit einem zertrümmerten Rückspiegel unter jeder noch so abgedichteten Tür durchsehen und sogar heranzoomen. Krasser Spiegel, ey. Oder er hackt mit nur einem Knopfdruck einen Supercomputer und leitet im gleichen Zuge sämtliche Daten auf die Rechner von Third Echelon um. Außerdem kann er sich die absolute Geheimwaffe, das Mark-and-Execute-Feature, zu Nutzen machen, indem er einen Gegner im Nahkampf erledigt. Dann wird dieses Feature nämlich zur einmaligen Nutzung freigeschaltet und Sam kann je nach Waffe 1 bis 4 Gegner markieren und diese dann per Knopfdruck mit einem Höchstmaß an Geschwindigkeit und Zielgenauigkeit umnieten. Komplexe Handlungen und subtile Vorgehensweisen sucht man in Splinter Cell Conviction vergebens. Irgendwie wird dem Spieler alles sehr leicht gemacht. Das als Future angekündigte Last Known Position ist nichts weiter als eine Spielhilfe, die uns anzeigt, dass die Gegner gerade keine Ahnung haben, wo wir wirklich sind und das altbekannte Nachtsichtgerät kann jetzt sogar durch Wände gucken. Da können selbst ungeduldige Grobmotoriker zu Geheimagenten werden und einfach metzelnderweise durchs Spiel rennen. Das ist allerdings nicht unbedingt schlecht, die passende Zielgruppe ist ja vorhanden. Leider bietet Splinter Cell Conviction jedoch neben dem soliden und spannenden Gameplay nicht gerade das Höchstmaß an technischen Features. Die Grafik ist äußerst durchwachsen und erinnert allzu oft an Spiele von vor 5 Jahren. Abgesehen von der Spielfigur Sam sehen die Pixelkollegen durch die Bank ziemlich hölzern und detailarm aus und stehen damit ihrer Umgebung in nichts nach. Viel schlimmer noch ist allerdings die mangelhafte KI, die uns während des Spielens öfter zum Lachen als ins Schwitzen gebracht hat. Wenn alle Verbrecher so dumm wären wie diese Brüder, bräuchten wir keine Polizei mehr. Die Jungs sind mehr damit beschäftigt, prollige Kneipenschlägersprüche herauszuposaunen, als uns das Leben schwer zu machen. Stellt euch einmal folgende Situation vor. Sam tritt in bester Hollywood-Rambo-Manier eine Tür ein, hinter der sich eine Handvoll Widersacher befinden. Der nächste von ihnen steht etwa 1 Meter von Sams Pistolenlauf entfernt. Doch anstatt in Deckung zu hechten oder uns wild zu befeuern, ruft er: Ich sehe ihn! Und ein zweiter Kollege stimmt in den Chor ein. Na Fischer, willst du Blut spenden? Dann schreit der dritte: Das ist doch kein Jahrmarkt hier! Und der vierte schließt mit dem Satz: Das ist zu heiß, ich halte die Stellung! Wenn uns vor Lachen nicht die Tränen in die Augen geschossen wären und uns die Sicht getrübt hätten, wären die 4 Helden wohl schon über den Jordan gegangen, bevor der zweite seinen Mund geöffnet hätte. Ganz großes Kino. Aber da Lachen ja bekanntlich gesund ist, das Gameplay trotz technischer Schwächen wirklich unterhaltsam ist und Splinter Cell Conviction neben der Einzelspielerkampagne noch eine eigenständige 6-stündige Koop-Kampagne mitbringt, bekommt das Spiel trotzdem eine Empfehlung von uns. Allerdings eben eher für Actionfreunde. Stealth-Anhänger der alten Schule sollten sich dem Titel mit Vorsicht nähern. Tell me what I need to know and I might not snap your neck. Fuck you. Wollt ihr noch mehr Details über das Spiel? Dann gebt den nun eingeblendeten TV-Code in die Suchmaske auf Gamers.de ein und lest unseren ausführlichen Test. Wir werden uns jetzt schleichen und an der nächsten Ausgabe von Gamers.de TV arbeiten.
In diesem Sinne, wir sehen uns in 2 Wochen. Tschüss und auf Wiedersehen. I have a message to those who stand in my way. Pray. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Thank you.